Herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Shisha-Team. Wir haben uns heute für euch von X-Razer die Sorte Juicy P rausgesucht. So, ja, und damit auch von uns persönlich nochmal ein herzliches Willkommen im neuen Jahr 2018. Jawohl. Hier direkt wieder mit einem neuen Video. Also was heißt direkt? Es war jetzt ein paar Tage Pause, Neujahrsruhe und so weiter, ihr kennt es. Aber wir haben nicht aufgegeben, wir sind weiter dabei. Und ja, wie euch A schon gesagt hat, haben wir uns den Tabak Juicy P von X-Racher, keine Ahnung, rausgesucht. Das habe ich doch gerade eben gesagt, du der. Scheiße, ey. Halt die Backen da drüben. Alexa, schaue nach, wie teuer der Tabak ist. Gebe Kopf die 200 Gramm Dose für 16,90 €. So ist es. Danke, Alexa. Genau, also, ihr habt es gehört, ist ein normaler Preis für den Tabak. Nicht außergewöhnlich teuer, nicht außergewöhnlich günstig. Und ja, ich würde sagen, wir legen gleich mal los mit dem Geruch. Gerne. Ja, vielleicht sollte man vorneweg sagen, dass es sich bei dem Juicy P um einen Birnentabak handelt. Das P steht für Pear, das englische Wort für Birne. Ach so. Krass. Ja, und der erste Geruch, der einem entgegenkommt, ist natürlich Eisbonbon. Also irgendwie komisch. Es riecht wirklich relativ frisch und halt so. Eisbonbon. Erst wenn man so ein bisschen länger dran riecht, kann man sich vorstellen, dass da so eine Birnennote mit bei ist. Das riecht auch so leicht, wie so eine überreife Birne halt riecht. Wenn ihr mal wirklich so eine Birne irgendwo rumzuliegen habt, dann fängt die irgendwann an, richtig doll zu riechen, fast schon zu müffeln. Das finde ich, kommt hier auch so ein bisschen durch. Aber insgesamt riecht er fruchtig, frisch und vielleicht ja auch mit dieser Eisbonbon-Note, könnte ich mir vorstellen, ist ja ganz lecker. Ja, wie ist denn der Schnitt, Adi? Schnitt, relativ fein und ein bisschen matschig. Ja, da ist jetzt nicht mehr so viel drin, den hat Adi so schon gut weggezogen. Ja. Wie war der denn am Anfang? War viel Molasse mit bei? Ja, ich finde ihn relativ feucht. Also so an die früheren oder jetzigen noch Chaos-Produktionen erinnert er mich. Dass es wirklich, wirklich sehr durchsuppt ist, unten sammelt sich viel Molasse. Aber der Schnitt an sich ist relativ fein. Der Schnitt ist fein. Hier eignet sich natürlich ein Molassefinger ganz gut. Ja, der das einfach alles aufhängt. Wenn er nicht voll ist und überläuft. Das genau. Bedenken. Wo du die Dose gerade so hältst, ich muss mal einwerfen, ich finde die Dose ganz cool. Das ist mal eine ganz andere Dosenform wieder. Hebt sich ein bisschen ab von den anderen, genau, relativ hoch. Ich weiß nicht, wie war der gefüllt am Anfang? Wahrscheinlich nur zur Hälfte, oder? Ja, so ich würde sagen zwei Drittel. Das finde ich immer ein bisschen schade, so unnötiger Platz. Aber ein Abonnent hat da auch mal eingeworfen unten in die Kommentare, dass das ja ganz gut ist zum Umrühren. Das muss ich sagen, es wiegt sich natürlich ein bisschen gegeneinander auf. Mhm. Groß heißt viel Platz, aber es ist halt auch deutlich besser zum Umrühren. Gerade bei den Straußdosen ist es oft so, wenn man die frisch aufmacht jetzt und so ein bisschen dann umrühren möchte, dann fällt halt ein bisschen was raus. Ja, das kommt dran, ja. Muss man vorsichtig sein. Oder bei Nameless. Bei Nameless ist es ganz extrem. Die sind ja bis bündig gefüllt. Kommen wir nun zum Geschmack. Ja. Geschmacklich, Freunde. Es ist so eine komische Kiste, finde ich. Also, mir schmeckt er erstmal nicht. Und ich kann auch schwer sagen, wonach er schmeckt. Also, es ist so eine leicht fruchtige Süße, würde ich sagen. In erster Linie und dann kommt aber auch gleich so ein erdiger Muffgeschmack hinterher. Ich probier mal nochmal. Ja, mehr kann ich nicht sagen. Also wenn man weiß, dass das Birne sein soll, kann man sich vielleicht sogar so eine überreife, süße Birne noch mit einbilden. Aber minimal, also wirklich ganz leicht. Ich finde, der schmeckt auch nicht besonders intensiv, sondern es ist so ein süßlich-birniger Muff-Tabak. So würde ich es beschreiben. Leider von dem Eisbonbon, den man so riecht, wenn man die Dose das erste Mal aufmacht, gar nichts zu schmecken. Nichts. Oh,
keine Kühle, keine Frische irgendwie. Einfach nur so süß und muffig. Schade eigentlich. Ich erinnert er mich an. Es gibt doch so eine Gelee-Banane. Wenn es jetzt Gelee-Birnen geben würde, dann würde es irgendwie passen. Ich weiß nicht, ob es dieser leichte Nachklang vom Eisbonbon ist, aber es erinnert mich halt wirklich an so ein. Das ist immer ein guter Vergleich. Ja. Ja, so eine Gelee-Früchte. Ja, und halt die muffige, erdige. Weise hatte ich den Sweet Breeze noch zu Hause. Und wenn ich den gemischt hatte mit dem Sweet Breeze, dann hat die Minznote so dieses ganze Muffige einfach aufgefangen. Und dann ging er. Dann war es halt ein süß, minziger Tabak. Mm. Also diese Mischung. Und da hat es ganz gut geschmeckt. Also deswegen ist die Dose wahrscheinlich außen leer, weil ich den so oft damit gemischt habe. Aber so pur ist überhaupt gar kein Vergnügen. Nee, finde ich auch nicht. Also wenn euch wenn ihr den mal probieren wollt, dann nur mit Minze. Hallo, ich der Tabak nicht gefällt, wie ist denn der Rauch wenigstens? Ja, wie ist der Rauch? Rauchtechnisch kann man nicht meckern, würde ich sagen. Rauch gut. Ringe haben auch funktioniert, hat man schon gesehen. Ja, er kratzt wenigstens nicht. Er kratzt nicht. Das ist der einzige Vorteil, den ich hier bei diesem Tabak sehe. Positives Argument, ja. Ich glaube auch nicht, dass man einem anderen Kopf irgendwie noch mehr rausholt. Also, wie gesagt, ich habe schon ein bisschen was ausprobiert damit, aber pur war der einfach nicht ordentlich lecker zu rauchen, weil er auch nicht lecker schmeckt, muss man sagen. Dann würde ich sagen, können wir eigentlich zum Fazit auch schon kommen. Ja. Ich glaube, ihr habt es gemerkt, wir sind nicht sonderlich begeistert von dem Tabak, deshalb gebe ich den auch gerne wieder weiter. Man muss auch nicht länger im heißen Ball rumgehen. Nee, also von uns, ich spreche da einfach mal für alle, keine Kaufempfehlung. Da gibt es anderen Birntabak, der einfach deutlich besser ist, probiert den mal aus. Ansonsten, wie gesagt, Golden Pipe, haltet euch daran, der war wirklich lecker. Vielleicht kennt ihr ja trotzdem auch noch einen anderen Birntabak, dann lasst es uns wissen. Ja, den wollen wir dann noch gerne mal testen, weil ich Birne sehr gerne als Frucht. Und das Tabak vielleicht noch lieber, wenn er dann so schmeckt, wie er schmecken soll. Das ist halt eine der Früchte, die halt im Tabak noch nicht so weit verbreitet sind. Also man kennt halt die Standardfrüchte, die überall mit drin sind. Ich reiß bei Kiwi ein. Also Kiwi-Tabak gibt es auch nicht so viel. Und ich liebe auch Kiwi. Deswegen. Und da gibt es auch nur wenige, die gut sind. Ja, der Casey Angus. Bester Kiwi-Tabak. Haben wir den mal getestet? Ja, ne? Ja. Das war das Oster-Special. Das Oster-Special an. Und das Weihnachts-Special. Und das Shisha-Team-Special. Hat jetzt nichts mit Birne zu tun, aber guckt es euch an. Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch das Übliche zu sagen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch gern ein Like da und abonniert unseren Kanal. Ja, gut. Danke. Die Arbeit wurde uns diesmal abgenommen. Ihr könnt uns nicht dafür haten, dass wir das ständig sagen, denn wir haben es diesmal gar nicht selbst gesagt. Ja. Macht es trotzdem. Please. Dann weiß, wo ihr wohnt. Das ist das Schlimme daran. Ja, würde ich sagen, wir sind raus. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit einer neuen Vorstellung, was auch immer das sein mag. Wir wissen es auch noch nicht. Lassen wir uns überraschen. Wir sind genauso gespannt wie ihr. Und von daher schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, ein neues Video vom Shisha-Team. Mhm. Bis dahin eine schöne Woche, eine schöne Zeit. Guten Geschmack, guten Rauch, leckeren Tabak als diesen. Und tschüss. Ciao, ciao. Von Golden Pipe, der war gar nicht von Start Now. True Passion, was hat er gerade gesagt? Was seid ihr denn für ein paar Knüppel? Hey, chill doch mal, Alexa. Ja, ein kleiner Fehler gemacht. Ja, oder? Die ganze Zeit, sie ist nur irgendwie am Fronten hier. Scheiß Hatebox, Kackteil. Schick's zurück.